Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar spiele ich heute mal eine Runde Rage Mode auf dem gomhd.de Server. Was Rage Mode ist, werde ich euch gleich mal erklären, wenn wir in-game sind, weil dann kann ich euch halt die Waffen und so weiter zeigen. Erstmal, ich spiele gerade auf gomhd, wie gesagt, und wenn ihr mehr auf Gomme sehen wollt, dann könnt ihr mir auf jeden Fall mal schreiben, ob ihr es halt mehr sehen wollt und wenn was, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie alle Leute im Moment Gomme bringen und dementsprechend, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, dass ihr das auch von mir wollt oder so, also müsst ihr einfach nur sagen und wenn, dann halt auch was, weil es gibt hier relativ viele coole Game Modes, also zum Beispiel Rage Mode finde ich ziemlich cool, aber auch Bad Wars und Survival Games natürlich auch, nur leider ist es bei Survival Games und Bad Wars so, dass man da kaum reinkommt als Non-Premium, deswegen, ja, keine Ahnung. Und zwar hat man hier drei Waffen, wie ihr schon seht, und zwar ist es einmal ein Bogen, der Explosionspfeile schießt. Damit, wenn man Leute halt direkt trifft, sind sie auf jeden Fall tot und ansonsten, keine Ahnung, macht es halt Explosionsschaden. Da hat man noch ein Messer, was one-hittet und eine Wurfaxt, die auch one-hittet. Und es geht darum, Punkte zu bekommen. Und zwar, wenn man mit dem Bogen jemanden tötet, bekommt man 25 Punkte. Mit dem Messer leider nur 10, weil es halt einfacher ist. Und mit der Axt 30, weil es natürlich das Schwierigste ist. Und am meisten Skill erfordert. Und gleichermaßen verliert man auch Punkte. Und zwar, glaube ich, 50, wenn man durch ein Dings getroffen wird. Ja, 50 durch eine Axt. Und ja, das Ziel des Spiels ist, glaube ich, irgendeine bestimmte Anzahl von Punkten zu bekommen. Ich weiß es gar nicht. Also ich spiele es nicht so oft, nur halt ab und zu mal. Aber es macht halt relativ viel Spaß, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das aufzunehmen. Und ja, das Ganze ist aus Call of Duty nach, also Call of Duty nachempfunden. Und zwar gibt es ein Spiel, das heißt Stick and Stone, glaube ich. Und ja, da haben sie jetzt so ein bisschen nachgemacht. Und es gibt auch ein paar COD-Maps, wie zum Beispiel hier Raid, ist das, glaube ich. Also ich kenne mich nicht mit COD aus, ich spiele das gar nicht. Ich habe es ab und zu mal gespielt, aber natürlich nicht so intensiv, dass ich weiß, was für eine Map ist. Und ja, also ich glaube, das ist Raid. Also eigentlich kennt man die Maps irgendwie aus allen möglichen Videos und es gab ja auch in Gun Game früher diese Maps. Und eigentlich kennt man die schon, wenn man so ein bisschen aktiver auf YouTube ist und nicht nur Hive SG guckt oder so. Ja, also ich glaube, ich habe das jetzt ganz normal gut erklärt. Also ich hoffe, ihr versteht, worum das Spiel geht. Ansonsten schaut es euch einfach nochmal an. Könnt ihr auch selber mal spielen, wie gesagt, gomhd.net. Und wenn ihr halt mehr wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal sagen. Weil ich finde eigentlich, ich mache einfach viel zu viel Hive-SG. Weil irgendwie alle Videos, die ich bringe, sind Hive-SG-Runden. Und ich habe einfach mit... Oh Gott. Ich habe mit dem... Der Typ stand still und ich habe mit der Wurfaxt gemisst. Und ihn dann einfach... Und dann hat er mich getötet. Ja, das war natürlich schlecht, aber... Naja. Kann ich jetzt auch nicht mehr viel dran ändern. Okay, so. Eigentlich geht's ganz gut bis jetzt. Ich habe immer eine positive KD. Also ich bin wirklich nicht so gut in dem Spiel. Also erwartet auf gar keinen Fall irgendwas von diesen Runden. Weil, oh fuck, nice, den habe ich gekriegt. Aber ich bin echt schlecht in diesem Spiel. Eigentlich müsste ich darin gut sein, weil ich halt recht okay in One in the Chamber bin. Aber das Spiel ist irgendwie doch noch ganz anders als One in the Chamber. Also es ist schon ähnlich, aber halt irgendwie doch anders. Also so in die Ecke schießen, so mehr oder weniger, kann ich noch recht gut. Halt so abheilen, wenn die Leute kommen, aber... Keine Ahnung, mit den Waffen muss ich irgendwie ein bisschen besser umgehen können. Auf jeden Fall, und ja. Man muss immer hinter sich gucken eigentlich, weil immer jemand da ist, der einen... abschießen will. Und ich hotkey immer wenn ich mit der Wurfaxt werfen will, hotkey ich auf die 4 oder auf die 5 statt auf die 3. Keine Ahnung, war das war richtig schlecht gerade. Keine Ahnung warum, aber ich mach's einfach. Keine Ahnung, es ist uncool eigentlich. Wann habe ich jemanden gesehen? Da oben ist jemand. Oh Gott, ich habe den getroffen, wie geil. Da ist ein Fabo, hallo Fabo. Okay, wir haben uns gegenseitig getötet, das war richtig kacke. Ist eigentlich total unnötig, sich gegenseitig zu töten. Meistens ist man ja positiv und dann zieht dieser Death einen halt weiter runter, als der Kill einen hochzieht quasi. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also ich kann Rage Mode auch nicht so geil kommentieren, weil es ist halt die ganze Zeit irgendwie anstrengend. Man muss überall hingucken. Überall halt die Augen offen haben, quasi hinter sich gucken und so weiter. Und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, worüber ich jetzt reden soll. Also ich bin halt aus Rügen wieder da jetzt. Und spiele halt jetzt ganz gerne auf Gomme, weil... Also ich spiele halt nicht so viel im Moment, wie ich es mal getan habe, so. Aber wenn ich spiele, dann spiele ich meistens auf Teamulti halt immer noch 1v1. Das macht relativ viel Spaß, obwohl da mittlerweile echt viele Hacker sind und auch viele Kids, die einfach scheiße sind. Also wirklich, da kommt man in eine Runde mit einem Rückschussstick, Stick vor allem, mit einem Rückstoßstick und dann einfach, keine Ahnung, 40 Creeper-Eiern oder so. Das ist so unnötig, einfach manche Kids. Und dann auch diese Suppenkids, wo man Full Iron und ein Steinschwert hat und dann 30 Millionen Suppen, das bockt einfach nicht. Und deswegen spiele ich jetzt eigentlich relativ viel Gomme. So, also nicht viel, aber ich spiele, wenn ich spiele, Gomme. Und dann halt sowas wie Bad Wars und
Quick SG auch manchmal und halt Rage Mode. Allerdings sind Quick SG und Rage Mode halt schwer aufzunehmen am Abend, weil es ist einfach so voll und als Non-Premium, wie ich halt gerade bin. Also ich bin ja Non-Premium, weil keine Ahnung, ich spiele halt nicht so viel, dass ich für mich Premium lohnen würde. Eigentlich. Und ja, wie gesagt, es ist halt ziemlich schwierig, da in eine SG-Runde oder eine Bad Wars-Runde zu kommen. Vor allem in Bad Wars will ich eigentlich immer diese Map spielen, wo man alleine ist, weil ich bin ein scheiß Teamplayer. Ich bin richtig schlecht in Teams, deswegen... Also ich war ja auch in Hive Clans oder so, ne? Aber da war ich nie wirklich gut. Deswegen habe ich das eigentlich auch gelassen, weil ich bin einfach schlecht im Team. Ich bin viel besser, wenn ich alleine spiele. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Teammates immer komplett inkompetent sind. Also es ist in SG so, es ist in Bad Wars so. Also keine Ahnung, es ist halt meine Wahrnehmung. Oder vielleicht kommuniziere ich auch immer total scheiße mit denen, kann auch sein. Und deswegen will ich eigentlich immer diese Solo-Map da spielen, diese Caravan heißt sie, glaube ich. Die sehe ich immer in den Videos, mein Gott. Dann denke ich mir so, oh Mann, ich würde das jetzt gerne spielen. Weil so Bad Wars alleine stelle ich mir richtig chillig vor. Ich muss das irgendwann mal schaffen, in so eine Runde zu kommen, weil das wäre auf jeden Fall cool. Nein, 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 fuck, 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 das war richtig bad. Mann, was habe ich denn da versucht, oh Gott. Also da kommt jetzt jemand den, holen wir uns mit der Axt. Es sind gar nicht mehr so viele Leute drin, es sind nur noch 7 Leute drin. Was ist denn da los? Okay, ich hätte den hätte ich auch treffen können eigentlich. Treffe ich den jetzt mal bitte? Oh Gott, ich treffe ihn einfach nicht. Ich habe irgendjemanden getötet, aber nicht den, den ich töten wollte eigentlich. Alter, ich treffe ihn einfach nicht. Okay, jetzt ist er tot. Nice. Jetzt hinten noch jemand. Ja, da hinten ist jemand. Und. Okay, das war bad. Also man muss echt schnell schießen und dann auch noch genau sein. Das ist echt... Das ist ein cooles Spiel auf jeden Fall. Kann ich nur weiterempfehlen. Boah, nein. Alter, Mann, wie oft habe ich ihn... Oh Mann. Richtig ärgerlich manchmal auch, wie man stirbt. Aber ich hatte eben eine bessere als den Zeiger, den jetzt habe ich einfach so eine 1,7er, glaube ich, ist das. Ja, dürfte 1,7 sein. Ist eigentlich nicht schwer auszurechnen, aber... Okay. Was? Ich habe gewonnen? WTF, ich habe mit einem Kill-Vorsprung einfach gewonnen, wie geil. Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme noch jetzt schon war. Ich würde einfach sagen, ich mache jetzt hier keine 2 Runden oder so. Ich würde sagen, das war's jetzt einfach von der Runde, weil ich möchte euch jetzt auch nicht direkt wieder zufluten mit einem neuen Spielmodus. Auf jeden Fall, wenn euch das Spiel soweit gefallen hat oder das Video halt, dann schreibt mal Hashtag Gomme in die Kommentare. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal schreiben, ob ihr mehr Gomme sehen wollt. Weil eigentlich ist es, also ich finde, ja, der Server ist nicht so mega cool, aber die Game Modes sind echt cool. Also es gibt schon coole Game Modes hier, zum Beispiel Rage Mode halt, wie gesagt, oder ja, Survival Games halt auch und Bad Wars sowieso. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr mehr wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall schreiben. Auch was ihr sehen wollt, das wäre natürlich auch mega cool. Es gibt ja auch Ender Games, das habe ich schon übelst lange nicht mehr gespielt. Aber naja, auf jeden Fall, wenn euch das Video soweit gefallen hat, wie gesagt, Hashtag Gomme und ansonsten, wie gesagt, Feedback zu gommehd.net, wollt ihr da auch mehr von sehen und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video, Gomme oder Hive, mal gucken und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao, ciao.